bist Konditorin? Ey, dann kannst du bestimmt geilen Kuchen machen, oder? Eigentlich nicht. Jedenfalls ist mir irgendwie vor einiger Zeit bewusst geworden, wie viel Zucker ich eigentlich esse. Und da habe ich beschlossen, das Ganze drastisch zu reduzieren. Und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich esse schon um die Hälfte weniger Zucker als vorher. Wenn wir schon beim Thema sind, fällt dir da nichts auf während dem Reden? Was meinst du? Naja. Oh, du hast ja keine Ahnung, wie viel es war. Ach du Scheiße. Traue niemals einem dünnen Konditor. Sag mal, du bist doch Konditorin, oder? Hä? Oh mein Gott, ich würde den ganzen Tag nur Kuchen essen. Ich würde sowas von in die Breite gehen. Warum bist du eigentlich nicht fett? Guter Stoffwechsel? Ich hasse dich. Oh, du bist Konditorin? Ich habe Muffins gemacht. Weißt du, eine Freundin hat Geburtstag und normalerweise backe ich ja auch nicht, weil ich es hasse. Aber dann kannst du mir ja gleich sagen, ob sie gut sind. Warte hier, ich hole ihn. Die sehen echt süß aus, aber ich habe leider keinen Hunger. Ich habe heute in der Arbeit schon so viel Süßes gegessen. Ich bin den ganzen Tag in der Küche gestanden und habe mich so bemüht. Sieh mal, da sind sogar kleine Streusel drauf. Ich kann nicht mehr. Iss ihn! Püff. Woher soll ich das wissen? Du isst ihn doch gerade. Die habe ich gezeigt. Hey, was geht? Oh mein Gott, Carla, gut, dass ich dich erwische. Ich brauche unbedingt eine Geburtstagstorte für meinen Freund. Er steht total auf Fußball und es wäre so toll, wenn die Torte so in Fußballform wäre. Und naja, glaubst du, schaffst du das? Ja, werden wir schon hinkriegen. Bis wann brauchst du sie denn? Morgen. Sag mal, bist du etwa Zuckerbäckerin oder was? Ja, wieso? Ich dachte, du studierst auch? Also das fände ich jetzt aber ganz schön sexistisch. Wieso? Wir haben das Akademieabbrechen, um Kuchen zu backen. Ich stehe eben auf Kuchen und darauf ihn zu machen. Außerdem ist es doch geil, wenn man während der Arbeit immer mal wieder ein Stück Kuchen wegsnacken kann. Na, wieso bist du nicht Managerin oder irgendetwas Technisches geworden? Die Männerdomäne ein bisschen aufmischen. Weil ich da keinen Bock drauf hatte. Außerdem ist die Küche doch auch eine Männerdomäne. Also ich meine, alle Berufe waren früher eine Männerdomäne. Ach ja, und deshalb jetzt alle Frauen hinter den Herd, oder was? Nee, alle hinter den Herd. Join the Gastro. Außerdem hat das doch nichts damit zu tun, eine Hausfrau zu sein, wenn man das beruflich macht und Geld dafür bekommt. Puh. Okay, weißt du was? Gib mir sofort mein Brownie zurück. Wo? Nein, das ist meiner. Spuck sofort diesen verdammten sexistischen Brownie aus.
Hey, kannst du mir für meine Mama eine Sachertorte machen mit 3 so Marzipanrosen oben drauf? Ja, kein Problem. Wie groß soll sie denn sein? Na, normal groß, also so ungefähr. Okay, also das sind ca. 26 cm Durchmesser dann und mit den 3 Rosen kostet dich das 30 Euro. Wie jetzt? Ich muss dafür bezahlen. Wie wär's mit einem Freundschaftspreis? 40. 3 Jahre Ausbildung? Wofür? Man muss doch nur ein Rezept ablesen können. Ja schon, da gibt es schon eine Menge zu lernen. Zum Beispiel, dass man die Eier nicht überschlägt oder unterschlägt oder, naja, Zeug eben, damit eben sowas nicht passiert. Sind die von dir? Nein, ich habe sie geschenkt bekommen. Und was genau ist damit passiert? Ich habe keine Ahnung. Boah, die Kekse, die du mitgebracht hast, sind so gut. Danke. Weißt du was? Warum machst du dich nicht selbstständig? Boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will jeden Tag bei dir essen. Ich will fett werden. Existenzängste, Rechnungen, Finanzkram. Oh, komm schon. Nur los, Alter. Wer so gebacken kann, muss sich selbstständig machen. Versprich mir, dass du dich selbstständig machst. Nein. Los, versprich es mir. Nein, ich will nicht. Du musst dich selbstständig machen. Alter, ich sag's dir. Nein. Komm, du musst. Nein. Du musst. Nein. Versprich es mir. Wir haben uns eben erst kennengelernt. Versprich es mir. Genau das habe ich mir gewünscht. Keine Torte. Schatz. Hallo? Fuck. Ich muss das für die Arbeit machen. Wolltest du nicht weniger Zucker essen? Wie läuft's so? Nicht so gut.